Hallo und herzlich willkommen in meinem neuen Video. Mein Name ist Natalia und ich bin deine Deutschlehrerin. Heute bringe ich dir 15 nützliche Ausdrücke bei, die dir helfen, authentischer auf Deutsch zu klingen. Wenn du deine Sprachkenntnisse auf die nächste Stufe bringen möchtest, dann sind diese Ausdrücke genau das Richtige für dich. Ich habe alle Sätze aus diesem Video in einer Datei zusammengefasst. Den Link dazu findest du unter diesem Video. Lade dir das PDF komplett gratis herunter. Und denk natürlich daran, mein Video zu liken und meinen Kanal zu abonnieren. So, jetzt können wir direkt loslegen. Der erste Ausdruck ist: Hallo, wie geht's? Das ist eine Standardbegrüßung in vielen Ländern. In diesem Fall müssen wir nicht den ganzen Satz sagen. Also der ganze Satz wäre: Hallo, wie geht es dir? Die Kurzform reicht. Hi oder Hallo, wie geht's? Und hier ist eine passende und typische Antwort dafür. Gut, und dir? Die Nummer 2. Was geht ab? Eine informelle, alternative Begrüßung. Was geht ab? Antwort: Nicht viel. Und bei dir? Achtung, diese Frage ist sehr umgangssprachlich. Du kannst diese Frage definitiv deinen Freunden und Bekannten stellen, vielleicht auch Nachbarn, aber nicht unbedingt bei der Arbeit. Die nächste Aussage ist: Alles klar? Das ist eine Frage, um zu sehen, ob bei einer Person alles in Ordnung ist. Oder du kannst mit dieser Frage auch jemanden begrüßen. Also du kannst sagen Hi oder du kannst sagen Alles klar oder Alles klar bei dir? Manchmal, je nach Region, sagen die Leute am Anfang noch Na? Na, alles klar? Also man kann Hallo sagen oder Na, alles klar? Die Antwort darauf könnte sein zum Beispiel Alles bestens. Und bei dir? Diese Fragen und Antworten sind auch umgangssprachlich. Ich würde dir nicht empfehlen, das in einer offiziellen Atmosphäre zu nutzen. Die nächste Aussage ist Kein Problem. Eine Antwort, um zu sagen, dass etwas einfach ist oder dass man helfen kann. Zum Beispiel: Ich fahre nächste Woche in Urlaub. Könntest du meine Pflanzen gießen? Ja, kein Problem. Ja, das geht. Ja, kein Problem. Wir gehen weiter. Macht nichts. Macht nichts. Wann benutzen wir das? Das benutzen wir, um zu sagen, dass ein Fehler oder ein Problem nicht wichtig ist. Oder dass etwas kein Problem gemacht hat. Das ist okay. Die nächste Aussage ist, ich verstehe. Das ist ein guter Satz, um zu zeigen, dass man etwas gut nachvollziehen kann. Ich verstehe. Alles gut. Die nächste Aussage ist, ich bin nicht sicher oder ich bin mir nicht sicher. Also du kannst das entweder mit mir oder ohne mir benutzen. Wenn du etwas nicht genau weißt, dann kannst du einfach diesen Satz benutzen. Ich bin mir nicht sicher. Den nächsten Ausdruck benutzen wir häufig, wenn wir Zeit gewinnen oder eine Überlegung signalisieren möchten. Der Satz ist: Lass uns mal sehen. Zum Beispiel: Wollen wir am Samstagabend zusammen essen gehen? Ich weiß es noch nicht. Lass uns mal sehen. Also, wir schreiben oder sprechen später. Bevor wir weiter über die Ausdrücke sprechen, möchte ich dir eine coole Nachricht mitteilen. Am 23. März werde ich ein großes, exklusives Webinar veranstalten, indem ich das Thema Relativsätze erkläre. Wir werden uns 90 Minuten lang mit Relativsätzen beschäftigen,
Relativsätze im Nominativ, Dativ und Akkusativ, Relativsätze im Genitiv und Relativsätze mit Präpositionen. Wenn du auch mit diesen Themen Probleme und Schwierigkeiten hast, dann melde dich gerne zu meinem Webinar an. Wir treffen uns am 23. März um 19 Uhr. Den Link zum Webinar bekommst du per E-Mail am Donnerstag, am 23. März. Du kannst dich aber jetzt schon anmelden. Du kannst dir die Materialien herunterladen. Du kannst die Übungen auf der Plattform machen und dein Wissen testen. Das Webinar ist kostenpflichtig. Die Anzahl der Plätze ist begrenzt. Ich habe es trotzdem so günstig wie möglich behalten, damit jeder von euch die Möglichkeit hat, sich anzumelden. Achtung! Das Webinar wird aufgenommen. Das heißt, wenn du am Donnerstag keine Zeit hast zu kommen, kannst du dir das Video auch nachträglich anschauen und alle Übungen auch nach dem Webinar machen. Den Zugriff zu allen Materialien, zu dem Video, bekommst du für immer. Es ist nicht begrenzt. Du kannst dich immer auf meine Plattform anmelden und das Thema Relativsätze wiederholen. Ich freue mich auf dich. Den Link zur Anmeldung findest du unter diesem Video. Beeile dich, es gibt nicht so viele Plätze, weil die Anmeldung eigentlich schon am Mittwoch angefangen hat. Und es geht weiter mit den Ausdrücken, die dir helfen, authentischer zu klingen. Der nächste Ausdruck ist: Ich denke schon. Ich denke schon. Das ist eine Antwort, um Zustimmung auszudrücken. Wenn du jemandem zustimmst, wenn du der gleichen Meinung bist, dann kannst du sagen: Ich denke schon. Die nächsten zwei Sätze nutzt man in Deutschland so gerne. Das ist der Hammer. Mit dieser Aussage kannst du sehr gut deine Begeisterung ausdrücken. Zum Beispiel: Ich habe einen neuen Job bei Google bekommen. Wow, das ist der Hammer. Und der nächste Satz: Das ist der Wahnsinn. Das benutzen wir, um zu sagen, dass etwas unglaublich ist. Zum Beispiel: Wir sind am Wochenende 1000 Kilometer gefahren, um mit meinen Eltern einen Kaffee zu trinken. Was? Das ist der Wahnsinn! Ganz oft benutzt man in diesem Satz auch eine Redepartikel ja. Das ist ja der Wahnsinn! Wenn du die Redepartikeln lernen möchtest, dann schau dir gerne dieses YouTube-Video an. Ich habe in dem Video die wichtigsten Redepartikeln mit Beispielen erklärt. Das Video ist extrem nützlich. Schau auf jeden Fall rein. Der nächste Satz: Ich bin gleich zurück. Ich bin gleich zurück. Das bedeutet, dass du in ein paar Minuten wiederkommst. Wir gehen weiter und die nächste Aussage ist: Es ist mir egal. Es ist mir egal. Mit dieser Aussage zeigt man, dass man kein Interesse hat oder dass etwas nicht wichtig ist. Der Satz klingt nicht so höflich, also pass auf. Und wir sind fast am Ende. Der nächste Satz ist: Ich habe viel zu tun. Das sagen die Deutschen ganz oft, egal ob sie wirklich so beschäftigt sind oder nicht. Mit diesem Satz, mit dieser Aussage möchte man signalisieren, dass man sehr beschäftigt ist, dass man viel auf dem Tisch liegen hat. Viel auf dem Tisch liegen haben bedeutet viel zu tun haben. Wie ist es bei dir? Hast du meistens viel zu tun? Bist du meistens sehr beschäftigt? Oder ist dein Leben eher entspannt? Und die letzte Aussage in diesem Video ist: Ich bin platt. Das kannst du sehr gut benutzen, wenn du viel gemacht hast und sehr müde bist. Ich bin platt. So, nach diesem langen Video bin ich nun auch platt. Merke dir diese 15 Ausdrücke, um authentischer auf Deutsch zu klingen. Lade dir außerdem gerne meinen Spickzettel
wenn du auch die deutsche Grammatik wiederholen möchtest. In diesem Spickzettel habe ich die wichtigsten Grammatikthemen von A1 bis C1 zusammengefasst und dazu sogar Übungen erstellt. Den Link zu meinem Spickzettel findest du auch unter diesem Video. Ich wünsche dir ganz viel Erfolg beim Lernen. Diese Ausdrücke helfen dir definitiv, noch ein bisschen entspannter und authentischer Deutsch zu sprechen. Bleib dran und bleib fleißig. Wir sehen uns nächsten Sonntag in meinem neuen Video. Ciao!